Dann sind wir wieder nach Hause und mein Mann wurde versetzt in die Nähe von Dortmund. Dann haben wir auf der Hohen Sieburg gewohnt. Sehr schön. Und alles, das heißt die ganze Familie, in die ich eingeheiratet habe, guckte voller Spannung auf meine Figur. Ob sich schon was tat. Denn mein Mann kommt aus einem Haus, der noch 4 oder 5 Schwestern hatte. Und diese Schwestern waren sehr fruchtbar. Die waren auch verheiratet und die waren jedes Jahr schwanger. Nur ich nicht. Und da kam ich dann allmählich unter Druck. Jeder guckte mich misstrauisch an, was denn nun los ist. Ich bin von einem Arzt zum anderen gerannt. Alles war in Ordnung. Alles wunderbar. So, und eines Tages nach 5 Jahren Ehe hat es dann endlich geklappt. Ich war schwanger. Kein Mensch hat es mir mehr geglaubt, weil ich vorher immer schon mal erzählt hatte, jetzt bin ich schwanger und so weiter, war aber wieder nichts. So, und dann wurde ich im 3. Monat schon so schwanger, dass ich schon Schwangerenkleidung tragen musste. Deswegen ist das Kind auch so groß geworden, höchstwahrscheinlich. Ich habe erstmal alles in mich hineingegessen, damit man auch ja sah, nun ist es wirklich so, wirklich und wahrhaftig. Endlich. Und dann kam eben dieses Kind auf die Welt, wo man eben nicht wusste, welchen Geschlechts, Bub oder Mädchen. Ich hatte mir sehnlichst einen Buben, einen kleinen Buben gewünscht. Sehnlichst. Keine Kirche war unbetreten von mir. Überall in jeder Kirche war ich und habe gebetet, dass das Kind ein Junge wird. Und tatsächlich am 4.6.1966 kam er. Das war der glücklichste Moment in meinem Leben. Bis heute war es der glücklichste Moment. Ich war nie wieder so glücklich. Ich habe dieses Kind so geliebt, wie ich noch niemals einen Menschen auf dieser Welt geliebt habe. Keinen Menschen. Überhaupt keinen. Nur ihn. Und er war immer die Nummer eins in meinem Leben. Und vielleicht hat er es deswegen auch langsam angehen lassen, weil ich alles für ihn getan habe. Der Vater war nicht Der, eifersüchtig irgendwie. nein, nein. Der Vater hat diesen Jungen auch angebetet und hat eigentlich noch mehr erlaubt als ich. Von mir gab es dann mal eine hinter die Ohren, aber vom Vater nie. Ganz im Gegenteil, ich kriegte Krach mit meinem Mann, wenn er mitkriegte, dass ich ihm eine geknallt hatte, ne? Wenn der Malte mal irgendwie frech war oder so. Der war nicht eifersüchtig auf den.